Willkommen zurück, liebe Leute, zu Skylanders Trap Team. Wir machen jetzt mal weiter. Hier kommen wir nicht durch. Zocken noch ein bisschen mit Fumbling oder Thumbling. Und schauen mal, dass wir mit dem jetzt erstmal auch ein bisschen Münzen zusammen sammeln. Dass wir den vielleicht auch dann aufleveln können. So, was möchtest du denn? Ich sollte dir wohl das Tor öffnen, aber die Leute hier neigen zu schlechten Entscheidungen. Es liegt ein Fluch auf dem Dorf, weißt du? Aber wie wär's, wenn wir vorher Himmelssteinschmettern spielen? Wenn du gewinnst, lass ich dich durch. Sollen die Himmelssteine entscheiden? Ja. Okay. Ist ja anscheinend hier echt, ganz krass, wenn erstmal Zeit ist für Himmelstein spielen. So, fangen wir mal an. Ich hoffe, ich gewinne. Krankenstein, boah. Der ist ja direkt mal übel drauf. Chomchest. So, der hält es erstmal aus hier. Kuckuck-Glocke. Alles klar. Der Gulber. So. Bruiser Cruiser. Chompy Mage. Healthschub. Okay, jetzt sind alle weg, ey. Das ist ja alles hier ziemlich unentschieden. Jetzt muss ich eine bessere Figur holen. Warte mal, den sogar noch. Ne, fuck, der hat ja auch nur zwei Leben. So, jetzt aber. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Das können wir überspringen. Rage Mage. Die kloppen sich auch zu bei. Genau. Perfekt. Wir haben gewonnen. Alles klar. Freut mich, dass du gewonnen hast. Ich wollte dich vorbeilassen. Ich wollte nur nicht wieder eine schlechte Entscheidung treffen. Aber die Karten sagen, dass du okay bist. Okay, dankeschön. Warte mal. Kann man hier hoch? Nee. Hätte sein können, dass wir da irgendwie noch hochklettern können oder so. Lalalala. Ich bin nicht schnell genug. Aua. Ich hab voll den Schaden da. Moment. Aha. Was haben wir denn hier? Kapitel 7. Ich wette, ich kann gerade deine Gedanken lesen. Du denkst? Ich frage mich, was er wohl behauptet, dass ich denke. Tja, Volltreffer. Oh, okay. In dieser Zone. Hilfe! Oh Gott. Komm her hier. Zack. Guck mal, die Bossgegner der letzten Kapitel und so weiter, die werden dann irgendwann normale Gegner. Das ist auch übel, oder? Aber wir kommen ja klar. Alles gar kein Problem hier. So. Stufenaufstieg. Was ist das denn für ein Ding? Was fliegt denn da? Boah, wie viele Augen kommen denn da noch? Mann.
Komm runter da! So. Wissenschaftler haben einen Weg gefunden. So, warte mal, Leute. Ich würde sagen, es wird Zeit für eine neue Figur. Und zwar packe ich den mal eben aus. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber wir werden es gleich sehen. So, wenn die Tüte jetzt hier mal aufgehen würde, zack. Buckley! Woo! Was kann der? Boah! Zack! Und so ein Rammangriff. Alles klar, Buckley! Du siehst auch nicht schlecht aus, finde ich. Schauen wir mal, was du kannst. In dieser Zone sind Schurken stärker. Marsha sollte uns helfen, aber sie scheint in einem Käfig zu stecken. Noch mehr Pech. Hey, vielleicht kannst du sie ja befreien. Vielleicht. Testen wir es mal. Ach, so ein Rätsel wieder. Gar kein Problem, Leute. Gar kein Problem. So. Kann ich das denn alles mitnehmen jetzt? Naja. Dann halt nicht die Münzen. Wie lieb, dass du mich befreit hast. Ich revanchiere mich, indem ich dich durch den Sumpf begleite. Er ist recht giftig, weißt du? Allerdings. Wir haben vor Jahren versucht, ihn trocken zu legen, aber das machte ihn nur noch giftiger. Siehst du, was ich meine? Damit willst du nichts zu tun haben. Aber Marsha kann dich mit ihrer Magie beschützen. Folge ihr. Ah, sowas. Okay. Kann es weitergehen? Ne, noch nicht. Hier liegt ja noch Stuff. Ach, hier müssen wir gerade durch, wa? Ach so, die Brücke. Ach, die Brücke, wo wir gerade rübergekommen sind. Ich kann ein schützendes Kraftfeld erzeugen, das den Nebel fernhält. Bleib dicht bei mir. Bleib dicht bei mir. Na klar. Trotz der giftigen Gase finde ich den Sumpf wunderschön. Oh, wie redet sie denn? Finde ich den Sumpf wunderschön. Oh, die Münze habe ich gar nicht gesehen. Er ist links hier neben mir. Man sollte meinen, jeder würde hier leben wollen. Aber die Stadt wurde vor einiger Zeit weiter nach oben verlegt. Warte. Boah, der haut gut rein. Zack. Nein, der ist weg. Nein! Warum bin ich nicht gesprungen, Mann? Toll, ey. Okay, Leute, ihr habt Glück, weil ich so unfähig gewesen bin. Hau ich noch eine Figur raus. Terabyte. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Und jetzt wird er sterben. Oh Gott. Was haben wir denn hier? Ein legendären Schatz. Müssen wir gleich ausprobieren, was der Terabyte kann. 500 Gold. Schlagen kann der?
Egal. Alter, wie geil ist das? Wie geil ist das? Auch sehr, sehr coole Figur. Boah, so erstmal sicher hier. Erstmal sicher gelandet. Jo, kann weitergehen. Viele glauben, das Dorf sei verflucht. Vom Pech verfolgt. Ich glaube jedoch nicht an Flüche. Kann weitergehen. Ja, wir haben leider keinen Trapmaster. Aber wer daran glaubt, für den wird ein Fluch zur Wirklichkeit und zieht das Pech an. So. Glaube also lieber an dich selbst. Glaube, dass du dein Schicksal selbst in der Hand hast. Alles klar, machen wir. Mir wurde zum Beispiel gesagt, dass in diesem Sumpf keine Bäume wachsen können. Zu viel Gift. Okay, jetzt liegt der Sumpf hinter uns. Die Stadt ist dort entlang. Ich würde dir ja viel Glück wünschen, aber so etwas gibt es hier anscheinend nicht. Oh, die klingt so traurig. Jetzt werden die gleich anfangen zu weinen. Anfängt zu weinen hier. Snapshot. Voll blöde, dass ich Barclay getötet habe. Den müssen wir dann nochmal im neuen, im nächsten Kapitel benutzen. Ice Cream, unbekannte Falle? In dieser Zone sind zwei Länder des Magie-Elements stärker. Hilfe! Da kann wieder richtig gut zuhauen hier. Stehen geblieben! Stelle dich Terabyte, der macht dich fertig. Yes. Ice Cream besiegt. Du hast einen Schurken von einem neuen, rätselhaften Element besiegt, Portalmeister. Vielleicht kann ich dir mehr davon erzählen. Irgendwann. Ich will ja nicht schreien, aber nimm mich! Irgendwann? Ja, wir können nicht fangen. Kann es sein, dass wir hier Licht oder... Ist nicht Licht und Dunkelheit neu? Hier bei Trap Team? Ich glaube schon, oder? Kann es sein, dass eins von denen beiden ist? Ich weiß es nicht. Oh nein, oh nein, oh nein, Terabyte. Oh Gott, Terabyte! So. Oh Gott, es geht ja noch weiter hier. Aua, aua, aua! Oh, Hilfe! Hier ist so viel los. Stufenaufstieg.
Boah, der haut richtig gut rein, der Kollege hier. Aber warum ist denn das Springen so leicht verzögert? Ah, aber nur leicht, leicht. Man kann sich dran gewöhnen. So oft muss man ja gar nicht hier springen. Deswegen ist es natürlich alles ein bisschen ungewohnt. So, jetzt. Aber hier. Kommen da noch mehr? Kommen da noch mehr? Toll, gerade eben war es noch voll der übelste Bossgegner und jetzt ist hier ein ganz normaler. Boah, wie kommt das schon wieder? Ich nehme das persönlich in die Hand. I-5. Okay, Leute, allerdings. Ey, der Part geht schon lang genug. Wir machen das ja beim nächsten Mal. Leute, lasst auf jeden Fall ein bisschen Feedback da, wenn ihr möchtet, dass es natürlich weiter unterstützt wird, das Projekt weitergeht und so weiter. Danke dafür auf jeden Fall, dass ihr das tut. Und ja, wir hören uns beim nächsten Part. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Haut rein und tschüss.